Das war Trompete, ne? Das war ein verschnupfter Elefant. Sie hört nicht auf, ne? Sie hört einfach nicht auf, gemein zu sein. Und in den Kommentaren letztens habt ihr mich auch nicht unterstützt. Doch. Ja. Doch haben die. Ich weiß von Vivian Schramm, der kommt demnächst. Und dann mache ich die. Dann stehst du, musst lackieren und ich helfe dir so ein bisschen. Ja, haben wir doch gesehen. Ich kann das noch nicht so gut. Ja. Deswegen muss ich heute wieder zugucken. Was haben wir nämlich heute vor? Heute haben wir eine Gitarre. Die ist hier so weiß grundiert angekommen. Und wir wollen. Ich plane im Kopf, drei Techniken heute auszuprobieren, je nachdem, was die Trocknungszeit zulässt, weil wir arbeiten jetzt mit Wasserfarbe. Wir wollen, soll ich das schon erzählen? Wollen wir nicht mal erstmal sagen, moin moin aus dem Schrammwerk? Ja, ja. Moin moin vergessen. Aus dem Schrammwerk. Jetzt kommt der Jingle. Ja, also wir haben eine Gitarre hier, die hört sich aber nicht gut an, weil da sind keine Saiten drin. Ja, Kabelsaiten, Kabelstrapse, Saiten. So, aber wir wollten Techniken machen. Techniken zeigen oder? Genau, einmal möchte ich gern eine Marbleising-Technik machen, das heißt übersetzt eine Marmorierung. Die kann man über verschiedene Varianten machen. Ich habe mir überlegt, wir lackieren. Also Grundfarbe ist wieder schwarz, weiß, silber, grau. Fand ich mir schon langweilig. Oder Lava stand zur Option, so eine Lava-Optik. Und da können wir halt mit Lasuren spielen, mit Gelb, Orange, Rot. Und die Farben wollte ich dick rauflackieren. Dann hilft wie wenn mit der Plastikfolie, dann bringen wir so ein bisschen eine Form, verpusten die vorher so ein bisschen. Also das ist mein Plan. Mal gucken, wie das entsteht. Farben dick und andere auflegen, verpusten, dass sie so ein bisschen wurzelholzartig aussehen und dann die Folie drauflegen. Oder eventuell nach dem Verpusten nochmal schwarz drauf machen und dann die Folie drauflegen. Und dann will ich mal gucken, wie reagieren die Farben unter anderem, indem sie von der Folie hochgezogen werden. Das muss dann trocknen. Wenn es getrocknet ist, möchte ich gern, das nennt sich, ich glaube, Perpetuum-Technik. Muss ich gleich nochmal schauen, aber ihr schreibt es in die Kommentare, wie diese Technik heißt. Haben wir schon mal auf dem Auto gemacht, fand ich ganz cool. Da hat man quasi ein Gefäß mit Farbe drin. Und die hängen wir dann hier hin und lassen die so auspendeln. Das obendrauf noch? Das obendrauf noch. Ist das nicht ein bisschen viel? Nein, das finde ich ganz geil. Weil wir unten nur die Struktur, die machen wir dezent. Ach dann so. Pinselt er da was oben drauf. Und dann könnten wir eventuell mit der Candy-Lasur noch aufgehen. Pinselt er was drauf? Du. Was? Du. Du musst dann 5 Minuten stehen und musst das Ding dann da halten. Ah. Das hängen wir an deinen Gipsarm hier ran, weil hier Kamikaze Ellie hat das Ding immer noch dran. Das wissen sie ja. Da muss man auch nicht immer wieder drauf hinweisen. Doch. Nein. Muss man. Nein. Weil sie wollte eben schon was anderes Gefährliches machen. Okay. Eben hat sie zum Beispiel, wir haben, das habe ich aus Dubai mal mitgebracht, das haben wir den Kameramann gegeben. Jack Daniels Fudge. Das ist so ein Karamellzeug, das ist eigentlich ganz soft. Das mochte ich aber irgendwann nicht mehr. Und dann stand das da. Ich sage, Mensch, du hier möchtest du nicht haben? Probieren. Ist noch nicht alt. Hat das Ding im Mund, steinhart. Und dann gucken wir rauf, 2018 abgelaufen. Ist nicht ganz so rabiat wie Andi seine Hansano-Milch von 1995. Das war geil. Boah, habt ihr es gesehen? Ihr müsst mal auf Andis Funktionspunk eine Zeitreise angucken. Da trinkt er 26 Jahre alte Hansano-Milch aus der Blechdose. Schmeißt ihr euch weg. So war es eben nicht ganz. Also es war mehr ein Blompenbrecher. Ne? Ja. Ja. Aber er steht gerade, er hat es verdaut. Alles gut. Deswegen? Ja, also wenn die sich raufpinseln. Und dann würde ich ganz, ganz gerne, je nachdem, wie die Farbe herauskommt, ob die hell oder dunkel ist, möchte ich natürlich so ganz oldschool-mäßig diesen Rand dann annebeln. Oder sie komplett nochmal mit Candy überziehen. Jetzt gucken wir mal, benutzen wir Metallic-Farben? Ich glaube, wir benutzen so eine Metallic-Farben, die nachher geil durch das Candy durchbluten. Aber wie gesagt, das lassen wir entstehen. Wir gucken halt, wie die verschiedenen Steps aussehen. Und wir fangen jetzt einmal an, die ganz leicht einmal anzuköpfen mit einem Schleifpad. Willst du das machen? Ja, das kannst du eben machen. Einmal nur ganz leicht drüber reiben. Das ist ein ganz feines Schleifpapier. Gucken, dass du die Kanten nicht durchschleifst. Ne, ich glaube, das ist eine Grundierung hier. Wusste auch nicht genau. Ja, und ich bereite schon mal eben die Wasserfarben vor. Warum nehmen wir Wasserfarben? Die sind einfach dicker und die lassen sich, glaube ich, mehr verschmelzen. Zu viel Arbeit hier. We'll be right back.
sie jetzt gut geschliffen? Ich habe es nicht gesehen. Schreibt mal in die Kommentare, hat sie gut geschliffen? Ich weiß es nicht. Einmal abpusten jetzt. Das sieht ja schon mal fein aus. So, hier haben wir ein paar Farben vorbereitet. Besser gesagt, ich. Das sind alles Wasserbasislackfarben. Die sind einfach dicker von der Konsistenz, von der Viskosität. Und wir fangen mit Gelb an, weil wir haben ja schon fast weiß als Untergrundfarbe. Dann habe ich einmal normale Verdünnung hier, lösemittelhaltig, und Wasserreiniger. Damit gucke ich auch mal, ob wir damit ein bisschen spielen, rauftropfen, die Farbe verfließen lassen. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit Gelb an. Weil Gelb deckt auf Weiß. Weiß, sehr gut, ne? Mhm. Und das soll so ein bisschen lavaartig auswerden. Oder mal gucken, was daraus entsteht. Ich habe keine Ahnung, aber wir dürfen machen, was wir wollen. Ist auch gut, ne? Immer nur so ein bisschen Richtung vorgeben und dann ja. Mach los. Attacke. Ich jetzt? Ja, kannst du jetzt falsch machen. Kann ruhig laufen. Maske auf. Und drück's mal alles in die Hand. Oh, Luftdruck. Warte, halt. Ich dachte, du hast sie mir eingestellt. Nee. Fangen wir jetzt unten an. Unten? Ja. Ja, voll durchziehen. Richter an. Nee. Gut. Gleich direkt über zur nächsten Farbe. Wir wollen das ja alles nass in nass machen. Ach so. Das mache ich jetzt mal. Ja. Du kannst da drehen. Wie hast du das hier rumgewickelt, sag mal? War ich das etwa? Das sieht aus, als ob ich Ravioli hier drin habe. Okay, nächste Farbe. So, jetzt habe ich so ein schwarz-silber Helmut Freestyle in den Mix ohne Farbcode. Die Farben sind jetzt alle nass ineinander und das will ich jetzt nutzen. Also wir können jetzt Folie draufpacken, aber ich will erstmal so eine Struktur reinkriegen. Jetzt haben wir den Luftausblasnippel und dann spielen wir jetzt mal mit der Düse ein bisschen rum. Spannend. Ja, Hammer. Sieht geil aus, oder? Ja. Boah, wie das geil ist schon wieder. So ein ganzes Auto, oder? Ja. Hier jetzt auch mal. Wir müssen nachgeben. Genau, guck mal, wenn du besser drauf bist, wenn du länger drauf bist, dann kommt das Orange durch. Gelb. Ja, ja. Ja, mach mal ein bisschen schneller. Wir sind nicht langsam warm drin. Ne? Ja. Okay. Das war geil, hier so ein Wirbel. Ja. Wie das leuchtet schon, ne? Mach mal so ein Wirbel. Ja, auch geil. So lassen. Sieht aus wie eine alte Schnecke, so eine versteinerte. Ja.
andere Seite. Ja. So, und jetzt holen wir schnell die Folie. Mhm. Genau, die Folie müssen wir schon so ein bisschen. Genau, halt mal. Schnell, schnell, schnell. Wir pusten, das ist so warm jetzt. Ja, weiß ich. Oh. Oh. Nee, nee, die kann ruhig ein bisschen schneller weg. Ach so. Guck mal, jetzt kann man sie ein bisschen drehen. Das geht nur noch da, wo das so überlappt genau. ist. Das macht ja nichts. Ja, das andere ist nämlich schon angezogen. Lass auf, lass das auf. Aber probieren wir mal mit Wasserreiniger. Oh, das, guck mal, was hier gerade passiert. Das reißt jetzt hier gerade so auf. Ist auch geil. Ich weiß nicht, ob das Verdünnung jetzt eben war oder dadurch, dass ich beides vermischt habe. Ja, aber du hattest doch eben auch hier nur die Verdünnung da. Das ist die Verdünnung. Ja, aber die Verdünnung mit Wasserfarben verträgt sich halt nicht. Dadurch kriegt man so eine Art Wurzelholz-Marmorierung. Ich fand die Farbe so schön, dieses dunkle Rot. Das ist Lava-artig, ne? Ja. Ja, was können wir jetzt ja gleich machen? Ja, das mehr, ist, was ich meine. Das ist ja mehr mit der so Farbe können wir aber gleich, dieses Dunkelrot, können wir ja gleich den Rand annebeln, was ich meinte. Ja, aber es ist trotzdem, guck mal, jetzt ist hier schon wieder komplett weiß. Und hier ist es jetzt mehr so. Was habe ich denn vorhin gesagt, was ich machen möchte zum Schluss? Farben. Ja, so. Genau, da musst du dein Dunkelrot nehmen. Da müssen wir fünf Gitarren machen. Oder die Schweißerhelme die nächste. Dann machen wir den Effekt, der ist auch ein Schweißerhelm. Ja. Wir wollen den jetzt ein paar Schweißerhelme machen. Was ich, 5, 10 Stück. Die wollen wir unterschiedlich lackieren. Einen wollen wir vielleicht mal verchromen mit so einem Chromlack. Ich habe schon ganz geile Ideen. Ja. Also habt ihr Bock auf Schweißerhelme? Habt ihr. Haben schon vorher reingeschrieben, ne? Ja, ja. Aber hier nehme ich nochmal irgendwas an, weil die Farbe war echt eben geil. Nusret. Nusret. Der Saltbär. Und ich bin der Lackbär, ne? Aha. Ich bin der Lackbär. Aber jetzt, wo das alles antrocknet, sieht das doch sehr geil aus. Doch, das ist durch das Wasser auseinandergegangen. Ja, aber das ist. Aber wir haben das ja auch nochmal jetzt gekippt und es sieht einfach cool aus jetzt wieder. Und durch das Wasser geht das auseinander. Ja. Genau, jetzt ist es gelaufen. Jetzt hat er so eine. Ja. Boah, geil, ne? Ja, weil das da ja, einfach so rüberläuft. Ja. Das können wir zwar erst in 8 Jahren klarlacken, bis die Geschichte trocken ist. Das ist einfach Mut, einfach machen. Ja. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt mal ein bisschen anpusten. Guck mal, das sieht so ein bisschen aus wie Klappschmohn hier, die eine Blüte. Ich finde, das sieht da aus wie eine Blüte. Weißt du, was Klatschmohn ist? Der rote. Ja. Die rote Blume, die jetzt so. Auf abstrakt. Mega. Und auch wie sich das jetzt hier. Also, ich glaube, das war ganz gut, dass wir nochmal gekippt haben. Ja, das sind ja mehrere geile Effekte jetzt gewesen. Ja. Also hier sieht das so ein bisschen moosig, steinig aus, so angerostet auf alt. Tiefe kriegt das. Und wenn wir da noch mit Candy-Lasur ein bisschen lasieren. Also jetzt würde ich schon wieder was sagen, lass das mit der Candy-Lasur. Das sieht so schon sehr geil aus. Und ich würde
stellen das einmal vor die Luftdüsen, pusten das so ein bisschen an. Ja. Dass jetzt die ganze Wasserreiniger so raustrocknet und dann gehen wir über zum nächsten Effekt. Das ist jetzt quasi unser Untergrundeffekt. Was für einen Namen geben wir den? Falls mal das jemand haben möchte. Boah. Korrosionsklatschmond. Ja. Aus dem Acker gezogen. Genau. Ich, ja. Oh, ich glaube, das T-Shirt kann ich auch entsorgen. Ja, kannst du. Wie siehst du auch schon wieder aus? Kommt das bloß. Das ist geil. Ja. So, du brauchst jetzt noch Luftzeit. Und dann bereiten wir den nächsten Effekt vor. Ich habe schon mal auf Wasserleit Silber. Restfarbe, die schon ein bisschen angedickt ist. Jetzt haben wir nach einem Faden gesucht, haben wir aber nicht. Also brauchen wir uns einen Faden selber. Nächster Do-it-yourself-Tipp. Wollt ihr nochmal? Einfach mit Klebeband würde ich halten, aber um die Wand selber zu bauen, dreht man das so leicht an. So. Dann ein bisschen verkleben. Das Klebeband verklebt sich mit sich selbst. Und schon haben wir, genau, halt mal fest. Das machen wir wie auf der Reeperbahn. Wisst ihr, warum die Reeperbahn Reeperbahn heißt? Das ist auch in Hamburg, die Straße kennt jeder. Ich weiß, ihr kennt ihr jetzt nicht. Die Reeperbahn, Hamburger Kiez, da waren früher bei uns das Deck am Hafen, da wurden früher die Taue gerebt. Über die ganze Reeperbahn, also ich weiß gar nicht, ich glaube über 2 Kilometer oder so, sind die Taue oder Seile da gemacht, ne? Richtig lang, ja. Das ist auch stabil, ne? Ja, macht das nichts, wenn das jetzt so ungleich dick ist. Nö. Nö. Hier unter die Decke. Brauchen wir nicht mal Knoten, weil sie jetzt so miteinander verklebt. Ist ja oberpraktisch, ne? Schauen wir mal, super Farbe. Oh. Ein Haar. Das soll man ausprobieren mit Wasserfarben und lösemittelhaltigen Farben. Weil ich kann ja, wenn du gucken, Quatsch... Gucken, wie sie tiefer halten, weil die Anlagen sich ja nicht. Nicht daran, dann verläuft das. Nein, Quatsch. So. Das ist mal wirklich ausgerichtet. Jetzt machen wir einmal so einen Testlauf, wie wir ihn Anschwung geben. Das ist schon ganz duselig. Verfolgt ihn ja immer. Ist auch schon wieder also oberspannt. Den oben auf und in der Luft kriegt. Ja. Jetzt Vorsicht, Schuhe. Ich habe hier alles gesaved. Ah, ist genau richtig. Oh, geil. Ah. Der Strahl müsste gleich dünner werden, wenn der Druck nachlässt. Oh, ist das cool. Oh. Wollen wir ein bisschen frei lassen in der Mitte? Ja, oder? Ja, ja, nimm weg. Warte, warte. Jetzt, nein. Ja. Silber? Nee. Nee? Nee, meine Idee wäre jetzt, Silber sieht ja mal sehr cool aus mit einer Candy-Lasur. Und ne, alte Gitarren sind so oldschool, so angenebelt. Das heißt, wenn wir hier nochmal mit Candy Apple so einen Rand machen, das heißt, das Silber wird zu richtig geilem Rot, auch der Untergrund nochmal. Und hier würde ich das Silber lassen, so zentral. Aber halt so eine. Also doch, so ein Gemisch eine aus. Airbrush. Ja. Verlauf, so ein weicher Verlauf, Farbverlauf ja, am Rand. Ja, finde ich gut. Aber das muss natürlich jetzt erstmal. Ja, im Moment wieder trocknen, aber jetzt ist das Silber punktuell sehr dick natürlich. Das sieht aber geil aus, sieht aus wie so eine, das ist so ein Doming-Effekt, ne? So ein Spider-Man, so wie maschinell das aussieht, obwohl das die Natur gemalt hat durch die Erdanziehung. Ne? Die Natur, das ja. Das ist natürlich, ist entstanden. Also diese Technik muss man auf jeden Fall auf den Schweißer hinüber aufbringen. Ja. Was meinst du, wie krass das denn aussieht?
mit dem Untergrund, weil der so verschwommen aussieht. Es wird so eine Tiefe geben jetzt, weil der Untergrund ja durch die verschiedenen Farben so strukturiert aussieht, wie so eine Berglandschaft. Und wenn das da oben so rüber liegt, das super tief. Was machst du denn da? Das, guck mal, das sieht auch mega gut aus. Ist auch schon wieder dadurch, dass hier schon 8 Millionen Schichten Farben drauf sind. Und dann hier unser Türkis und jetzt mit dem Silber und dann so ein bisschen vermischt. Das ist wie so ein Nashorn aus der Raptor. Ja, richtig geil. Kann man das hier mal im Ganzen hier abziehen? Kann man auch einarbeiten. Kannst du signieren? Machst du einen Kussmund jetzt drauf oder versteigern? Nee. Das sieht aus wie eine alte Gusseiserne. Ja, aber es sieht doch Hammer aus. Das sieht geil aus. So, wir haben das eine halbe Stunde geheizt, aber es ist noch, da wo es oft übergelaufen ist, ist natürlich total matschige Schicht. Die trocknet auch in den nächsten 2 Tagen nicht. Wir wollen euch aber zumindest die Candy-Glasur zeigen. Und dann muss es jetzt wirklich ein paar Tage stehen, dass es wirklich ausnutzen kann. Aber hier ist noch ein bisschen matschig, da reißt die Oberfläche noch. Aber wir machen das fertig, ne? Ja. Dann lass es wirklich ein paar Tage stehen. Da sollte man eigentlich nicht übereilig sein, aber wir wollen das jetzt auch sehen. Und wenn es jetzt ein bisschen matschig bleibt, so das soll Farbsprengel im Gesicht. Ja. Ja, also mach jetzt den Candy-Rand einmal. Und dann seht ihr das Endergebnis in ein paar Tagen. Wenn ihr es für euch macht, müsst ihr Geduld haben. Also nicht über... Wie lange trocknet das denn sonst so normal an der Luft? Also hier ist es ja mega fett. Hier sieht man, es reißt es schon leicht, weil ich eben angefasst habe. Aber guck mal hier rüber. Und dann siehst du, wo die Farbe immer wieder übergelaufen ist. Das ist auch komplett matschig. Weil es bildet sich natürlich oben drauf eine Haut, wie beim Pudding. Und dann, das muss wirklich ausgasen. Normal hätte ich den Wasserbasislack noch härten können müssen. Habe ich nicht dran gedacht. Aber wenn wir uns jetzt Zeit lassen, dann gas das aus, kein Thema. Ja. Dann machen wir Klarlack und dann wird es richtig geil aussehen. Aber es sieht ja so schon geil aus. Eben. Wer sich das vorstellen kann, ne? Und die meisten haben ja auch eine Vorstellungskraft. Hier ein bisschen weniger. Sehr, sehr viele Stunden trocknen lassen. Hier reißt das noch ein bisschen auf. Das bessere ich dann aus, wenn das richtig abgesackt ist nochmal. Wobei ich das gar nicht schlimm finde. Ich finde das auch wieder cool. Ja, aber weil es ja auch bei dem Untergrund ist. Weil das ist noch richtig nass hier unter. Aber es ist auch cool, wenn das dann weiter aufreißt. Ja. Ich würde sagen, gelungen, ne? Ist geglückt, missglückt, geglückt, missglückt, geglückt. So nein, wir haben keine Misserfolge. Das hat jedes Ding hat so seine Spezialität, ne? Würde ich sagen. Ich finde das super geil. Also, ich glaube, wir machen noch mal ein paar Gitarren. Da habe ich richtig Bock drauf. Aber es ist jetzt sehr spät. Wir müssen jetzt ins Bett. Mhm. Vielen Dank, Kameramann. Genau, dass er so lieb durchgehalten hat. Wir haben es nämlich jetzt 11:55. Ja. Und der muss noch einen ganzen Weg nach Hause fahren. Ja, also haben wir schon gesagt, hier die ganzen Sachen. Drück mal hier die rockige Glocke. Glocke. Die Hells Bells von AC/DC. Genau. Hells Bells Glocke. Abo dalassen. Genau. Und einen Daumen nach oben, ne? Der Daumen nach oben ist cool. Ja, genau. Wir haben immer 1, 2, 3 zwischen, die machen einen Daumen nach unten. Das sind immer die ersten. Super, das gehört dazu.
ne? Daumen nach unten. Ja, man kann ja nicht eingefallen. Nee, wir können nicht eingefallen. Nee, wollen wir auch geht mal. Ja auch gar nicht. Also Daumen hoch und wie immer eure Kommentare feiern wir. Das ist die genau. Bringt echt Spaß immer. So. Bis bald. Jetzt sind wir auch durch. Ja, richtig. Guck mal, wie ich aussehe. Du hast mal Flecken im Gesicht. Ja, du am T-Shirt. Ja. T-Shirt ist das. Ja, Chaos Elli ist da und du siehst aus wie... Ne? Genau. Mhm. Also wenn jemand möchte, ja, du kannst ja mal signieren. Nee, das ist nur ich nicht. Ich kann mal signieren. Quatsch. Doch, komm hier, warte mal. So. Ja, aus wie Blut. Was? Herzchen. Hast du denn... Ach, ding, 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 ding. So, tschüss. Der hat's im Bauch, das Herz. Ja, ja. Ist mein Bauch gerutscht. Bauchgefühl ist immer gut. So, tschüss.